In der heutigen Newsfolge geht es um Ferrari erklärt Aufhängungsbruch bei Vettel, letzte Kurve in Zandvoort wird erhöht, neue technische Direktive wurde vorgestellt. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Sebastian Vettel ist beim USA Grand Prix in der 8. Runde wegen eines Aufhängungsschadens ausgefallen. Nun hat Ferrari am Rande des Brasilien Grand Prix bekannt gegeben, warum es so kam. Im Ausgang von Kurve Nummer 9 kam es dann, als er über eine Bodenwelle fuhr, zum Bruch der Aufhängung. Genauer gesagt war es der Querlenker, der den Geist aufgab. Vor allem in Rechtskurven hatte er schon vorher Probleme, auch mit massiven Untersteuern. Der große Preis der Niederlande findet im Mai 2020 statt und gestern gab der Streckenchef Robert van Overdijk bekannt, dass dort die letzte Kurve Arie-Luyendijk erhöht wird. Und zwar um 18 Grad bzw. eine 32-prozentige Neigung. In der Fachsprache nennt man das auch Banking. Beispiel gefällig? Bitte sehr! Hier seht ihr ein Bild des Indianapolis Motor Speedway. Die dort nach rechts führende Kurve hat eine Steigung von 9 Grad. Also müssen wir das Ganze bloß mit 2 multiplizieren. Der Unterschied zwischen dem unteren Teil der Kurve und dem oberen Teil der Kurve liegt bei 4,5 Meter. Bis Februar 2020 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Auch Kurve 3 Hugenholz soll überhöht werden, damit zwei Boliden mit ungefähr derselben Geschwindigkeit nebeneinander fahren können. Die drei steilsten Kurven in der Formel 1 Geschichte waren die alten Kurven in Monza mit 21 Grad, die in Daytona mit 31 Grad und die auf der Arvus mit satten 43,6 Grad. Vor dem Brasilien Grand Prix wurde eine neue technische Direktive 38/19 vorgestellt. In dieser steht geschrieben, dass keinerlei brennbare Flüssigkeit aus dem Ladeluftkühler, dem Luftsammler oder dem ERS-System in die Brennräume gelangen darf. Es wurde auch auf einen älteren Abschnitt der Verordnung verwiesen, der die Verwendung von Öl als Kraftstoff in den Brennräumen eines Motors verbietet. Ferrari bestreitet weiterhin jegliche Behauptungen, dass sie Lücken benutzt hätten, um Leistungen zu finden. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass die Bodenwellen etwas mit dem Schaden zu tun haben. Naja, jetzt wissen wir jedenfalls mehr. Das mit Zandvoort hört sich echt gut an, aber Pirelli muss nun den Reifendruck erhöhen. Das wiederum bedeutet, dass die Boliden wohl auf dem Kurs rutschen werden. Das wurde von Pirelli vor Monaten bekannt gegeben. Da hat die FIA eine weitere Grauzone geschlossen, aber man muss aber auch dazu sagen, dass Red Bull und Mercedes 0,7 bzw. 0,8 bis 0,9 Sekunden auf den Geraden in Brasilien verlieren. Sieht wohl so aus, als ob die technischen Richtlinien bei Ferrari keinen Einfluss auf die Motorleistung haben. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Janiba. Er schreibt, Mike, glaubst du, Hülkenberg hat irgendwann, vielleicht 2021, noch einmal die Chance auf die Formel 1, so wie Esteban Ocon aktuell? Und falls er die Chance auf ein Cockpit bekommt, glaubst du, er würde es nutzen? Eine echt schwierige Frage, zumal er noch nicht weiß, was er 2020 machen wird. Sieht wohl nach einem rennfreien Jahr für ihn aus. Aber er wird nicht als Rennfahrer aufhören. Ich bin zuversichtlich, dass er zurückkehrt. Die Frage ist nur, in welchem Team? Williams schließt er ja aktuell ja aus und ich denke mal, das wird auch in Zukunft so bleiben. Vielleicht ja in einem neuen Team, welches in die Formel 1 in der Zukunft kommen könnte. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, like das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video oder ab 20:15 Uhr zu ein paar Community-Runden auf Twitch. Bis dahin, ciao.